Studio Eck Podcast. Seit über einem Monat fliehen Menschen durch den Krieg in der Ukraine aus ihrem Heimatland. Auch in Deutschland kommen viele der Geflüchteten an. Unser Reporter Silvio Cisamolo hat sich umgehört, welche Unterstützung die Menschen im Moment von der Stadt Köln bekommen und wie auch Einzelpersonen helfen können. Am 24. Februar 2022 hat die Armee der Russischen Föderation den Nachbarstaat Ukraine attackiert. Und innerhalb von 4 Wochen sind ca. 3,5 Millionen Personen über die Grenze geflohen. Davon sind mehr als 200.000 in Deutschland angekommen. Meistens sind es Frauen und Kinder. Viele von denen kommen unter bei Freunden oder Verwandten, die hier leben. Aber für die meisten gibt es hier nur Armut und keine Sicherheit. Die Stadt Köln, wie auch viele andere Kommunen, hat sich stark engagiert, um den Kriegsopfern zu helfen. Wie die Situation bei uns ist, erzählt uns Josef Giesen. Im Moment ist es schlimm, weil es kommen immer mehr. Ein großer Teil in der Kölnmesse ist schon besetzt und einige Flüchtlingshäuser sind besetzt. Hartenbuscher Kirchweg, Boltensternstraße etc. Da sind also ziemlich viele im Moment. Zuerst werden Freiräume gesucht, um Menschen unterzubringen. In der Kölnmesse wurde eine Halle mit 1500 Betten belegt und kurz danach wurde die gleiche Menge in einer zweiten Halle eingerichtet. Wohnungen und Mehrfamilienhäuser werden weitergesucht. Die Ukrainer, die die deutsche Annahmestellen erreichen, werden registriert, Covid getestet und zuerst zur Notunterkunft geleitet. Aber das ist nicht alles, was sie bekommen. Herr Giesen? Im Moment kriegen die freies Essen, Kleidung, denen wird geholfen in allen möglichen Sachen, Schlafplätze, Wohnungen. Also alles, was die Leute brauchen, kommt im Moment von der Stadt. Zur Hilfe der Stadt Köln und aller anderen Kommunen in Deutschland kommen die Normalbürgerinnen und Normalbürger. Die beantragen, einen oder mehrere Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Ein von denen ist Eramin aus dem Irak. Er hat schon in seinem Land den Krieg erlebt. In Irak, es waren ja etliche Aufstände und sogenannte Revolutionen und dann gibt es halt Schlachten auf der Straße schon, mitten in der Stadt. Aber die Motivationen können ganz unterschiedlich sein, wie in dem Fall von Regina Schleheck. Ja, die Idee ist schon älter. Ich habe eigentlich schon damals, als die ersten Flüchtlinge aus Syrien kamen, hatten wir uns schon mal bei der Stadt gemeldet. Ich habe ein ziemlich großes Haus. Das Schöne an diesem Haus ist, dass es im Grunde ein Dreifamilienhaus ist. Also man kann ganz gut auch in abgetrennten Wohneinheiten sich hier aufhalten. Zwischenzeitlich kann man natürlich auch Menschen in Not immer aufnehmen. Unabhängig vom Warum, es ist wichtig zu wissen, was man tun soll, um Menschen zu helfen, um die geflüchteten Ukrainer zu Hause aufzunehmen. Eramin? Eigentlich ist für mich sowas wie selbstverständlich, wenn ich von Krieg höre und in diesem Ausmaß und in dieser verheerenden Art, dass die Leute hier zu fast Millionen raus aus dem Land flüchten müssen, da muss man einfach schon. Oder direkt in der eigenen Kommune, bei Ordnungsamt, Wohnungsamt und so weiter, wie es Frau Schleheck gemacht hat. Ich habe direkt angerufen, ich hatte das in der Zeitung gelesen, dass da auch gesucht wird, also dass jetzt auch Flüchtlinge in Leverkusen angekommen sind und dann guckt man auf der Webseite und stößt darauf, wo hier der Dezernent für Soziales ist und dann telefoniert man sich da durch und dann bin ich also sehr schnell auch an die richtige Adresse gekommen, die waren ganz glücklich. Viele von uns kennen den Krieg nur aus dem Geschichtsbuch. Aber jetzt ist es nötig, zusammenzuhalten und zu handeln, um Menschen in Not zu helfen. Wer sich ebenfalls engagieren und den in Köln ankommenden Geflüchteten helfen möchte, findet Links mit weiteren Informationen und Anlaufstellen bei uns im Netz unter studioeck.de.